Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Erik Oliver Mechler. In diesem Video möchte ich euch meine neueste Anschaffung zeigen und entpacken, und zwar das neue Wacom One. Wer mehr darüber erfahren möchte, bleibt jetzt dabei. Jetzt geht's los. Ja, wie ihr wisst, seit Mai 2021 ist ja dieser YouTube-Kanal monetarisiert, und in dieser Zeit hat er schon ein paar Franken abgeworfen. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, ein bisschen von diesem Geld zu investieren, und zwar in ein neues Tablet. Ich persönlich habe schon länger so eines, mit dem spiele ich immer wieder gerne rum, denn es ist sehr einfach, damit Skizzen zu machen und anderes zu zeichnen. Denn sind wir ehrlich, mit der Maus einen Namen zu schreiben oder was Kurzes zu skizzieren, ist sehr, sehr kompliziert. Und, sind wir ehrlich, sieht gar nicht schön aus. Ihr glaubt's mir nicht? Ja, ist nichts für mich. Ja, und da mein altes Gerät langsam auseinanderfällt, dachte ich mir, ich könnte mir ein neues kaufen. Und zwar ist meine Wahl hier auf das One by Wacom gefallen. Das ist ein kleines Tablet, das eigentlich sehr, sehr schön ist. Ich werde es jetzt nicht entpacken und euch zeigen, wie ich eine Schachtel öffne. Ich denke, ihr wisst, wie das geht. Ja, und so sieht das Ganze ausgepackt aus. Das ist so ein kleines Tablet ohne nichts, hat ein paar Punkte drauf. Ich hoffe, man sieht es, außer meine Finger. Hier so. Dann hat es noch einen kleinen Stift dazu und noch so ein kleines Päckchen mit Ersatzstifte und noch so einer kleinen Greifzange, damit man diese Spitze, die hier da drin ist, ihr seht jetzt nicht, dass man die schön ersetzen kann. Und danach kann man sie einfach einstecken. Es hat hier einen kleinen USB-C-Anschluss. Den stecke ich einfach in eine USB-Box meinem Computer rein, und dann läuft das Ganze bereits. Ja, nachdem ihr dann das Ganze eingesteckt habt, geht ihr zu Wacom auf die Webseite unter wacom.com. Bei mir ist es jetzt DECH, Getting Started One by Wacom. Ich werde es hier noch anzeigen. Und dann seid ihr auf dieser Seite, und jetzt könnt ihr den Treiber herunterladen. Geht einfach hin, entscheidet euch, ob ihr ein Windows- oder ein Mac-Computer habt, dann klickt drauf und ladet es herunter. Dieses kleine Video ist natürlich für Mac- wie Windows-User benutzbar. Es könnte ein bisschen anders aussehen, das Menü, aber sonst funktioniert es bei beidem. Nachher einfach installieren und öffnen. Ja. Wenn ihr dann den Treiber installiert habt, dann seht ihr hier den Wacom Desktop Center. Das hat so ein kleines W-Symbol. Könnt ihr öffnen, und dann kann man es nämlich direkt einstellen und konfigurieren. Ihr seht, hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle euch eigentlich gleich, noch ein Konto bei Wacom zu machen, weil so könnt ihr auch noch zusätzliche Software herunterladen und bekommt auch immer wieder spannende Aktualisierungs-Mails und so weiter. Also, und dann, wenn ihr alles eingesteckt habt, dann erkennt eigentlich der Computer euer Tablet sofort. Also das ist bei mir hier dieses Wacom by One by Wacom oder Wacom, wie auch immer. Und dann kann ich eigentlich hier die Stifteinstellung machen, und das hier ist das Wichtigste. Ich klicke einfach hier drauf, dann öffnet sich dieses Fenster hier. Hier kann ich dann die Empfindlichkeit des Stiftes machen, also wie hart der Druck sein soll, wie sensitiv er ist. Ich habe ihn jetzt ein bisschen härter eingestellt, vor allem wenn ich dann mit Handballen auf dem Tablet rumfahre, könnte das immer wieder ein bisschen problematisch sein. Hier auch wieder Doppelklickabstand kann man machen. Wenn man nicht weiß, was ist, fährt man einfach kurz mit der Maus darüber, und jetzt sollte das aufploppen. Da steht, ziehen Sie den Schieberiegel auf kleinere Größe, Doppelklickabstand. Bei einem größeren Abstand wird die Doppelklicken mit der Stiftspitze vereinfacht. Also dieses Doppelklicken hier mit der Maus, soll es langsam sein oder schnell sein, das könnt ihr dann einstellen, wie ihr gerne wollt. Hier ist es noch sehr spannend, das habe ich sehr gerne. Hier kann ich dann die zwei Buttons hier, na, seht man nicht, gebe es auf, noch definieren, das vorne und das hintere Button. Also ich kann hier definieren, ob es jetzt ein Klick ist, ein rechter Klick, ein mittlerer Klick oder Doppelklick, was auch immer. Also wenn ihr jetzt
wie ich jetzt hier nur eine Maus habe mit einem Button, ist es natürlich praktisch, wenn ich dann den rechten Mausklick auch hier drauf habe. Das habe ich jetzt hier beim vorderen Button eingestellt. Einfach hingehen, rechte Maustaste, Klick. Und da ich ja gerne zum Beispiel mit Photoshop arbeite oder anderen Programmen, wo ich dann skizzieren kann, ist es ja unisono so eingestellt, dass auf dem Mac mit dem Mac-Zeichen und Z, also Ctrl-Z, die Funktion definiert wird, dass etwas zurückgestellt wird. Das ist bei iCam so, das ist bei OBS so, das ist eigentlich überall so, bei jeder Mac-Software ist eigentlich Ctrl-Z. Oder Command-Z heißt diese Tastatur, immer einen Schritt zurück. Aus diesem Grund habe ich hier Tastenanschlag gemacht, Tastatur, Tastenanschlag und dann habe ich hier Command-Z definiert. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr könnt ja auch einen neuen Namen geben, mehrere definieren. Ich habe jetzt hier das hier genommen und fertig. Und wenn ich dann das Tablet eingesteckt habe, ich muss natürlich schauen, wie ich es einstecke. Ihr seht ja, ich habe ja hier die Lasche auf der linken Seite oder auf der rechten Seite und dieses Lämpchen hier. Und wenn ich es hinlege, dann habe ich meistens das Lämpchen auf der rechten Seite, aber das Kabel wird hier eingesteckt und bei mir müsste dann das Kabel viel länger sein, weil ich habe den Computer oder die USB-Box unten rechts bei mir am Fußende. Darum habe ich ein bisschen zu klein. Darum habe ich das Ganze umgedreht. Und das ist noch sehr wichtig zu wissen. Weil jetzt kann ich auch definieren, ja, welche Fläche ich hier verwenden möchte. Möchte ich hier wirklich die ganze Fläche verwenden? Da muss ich wirklich arbeiten mit der Hand und mit dem Ellenbogen und dem Handgelenk. Das ist dann sehr mühsam. Ich persönlich habe auch die Maus wirklich nur so eingestellt, dass ich nur so machen muss und es ist von dieser Seite bis dieser Seite alles abgedeckt. Also ich bin da sehr faul, ich mache da nicht große Bewegungen und so. Ich denke, das ist bei euch genauso. Aus diesem Grund ist diese Projektion auch sehr spannend. Ja, und wie ihr sehen könnt, das Tablet hier, die ganze Fläche vom Tablet, die Arbeitsfläche hier, repräsentiert beide Bildschirme nebeneinander, was ja dann viel zu groß wäre. Aus diesem Grund kann ich das Ganze gleich ein bisschen reduzieren, indem ich jetzt hier auswähle. Entweder kann ich Bildschirm 1 oder Bildschirm 2 auswählen. Ich sehe das hier sehr schön. Bildschirm 1 ist bei mir der Ersatzbildschirm. Bildschirm 2 wäre der da. So habe ich das eingestellt, aber es wird immer noch das Ganze abgedeckt. Also da muss ich dann wirklich so machen mit der Hand und das ist ein bisschen mühsam. Aus diesem Grund habe ich hier Teil eingestellt und jetzt kann ich hier den Bereich einstellen. Also das ist der ganze Bereich hier und ich habe ihn jetzt ein bisschen, ja, und ich habe jetzt das Ganze ein bisschen kleiner gemacht. Muss man immer ein bisschen ausprobieren. Ihr könnt ihn auch mit Pixel arbeiten, lasse ich aber so. Jetzt seht, habt ihr aber gesehen, wenn ich es nochmal öffne hier, die Lasche ist auf der rechten Seite, also hier ist der USB-Anschluss und dann müsste der bei mir so um das Tablet herum auf den Boden und da das Kabel wirklich nur 30, 40 cm lang ist, oder Meter, keine Ahnung, habe ein schlechtes Augenmaß, lassen wir es, habe ich das Ganze umgedreht, damit die Lasche auf dieser Seite ist und der Stecker dann auf dieser Seite, also das Tablet gedreht, das kann ich auch machen. Das wusste ich am Anfang wirklich nicht. Und zwar kann ich hier Querformat umgekehrt einstellen. Und da muss ich natürlich hier den Teil wieder richtig einstellen, dass er hier oben ist. Also ich muss das Ganze eigentlich um 180 Grad drehen. Jetzt kann ich nämlich das Tablet wirklich bequem hier so hinsetzen und dann direkt mit der Maus fahren, wie ihr jetzt hier sehen könnt, hier mit der Maus. Der große Unterschied ist einfach, wenn man mit der Maus ist, dann muss man immer schieben, schieben, schieben und mit dem Tablet muss man zeigen. Also da zeige ich direkt auf das Teil. Also ich habe jetzt hier die Hände nicht, also den Stift nicht direkt aufs Tablet gelegt hier, sondern ich habe es ein bisschen drüber und er zeigt es mir direkt an, wo es angepasst wird. Und jetzt muss man ein bisschen üben, damit die Hand-Augen-Koordination besser wird und dann kann ich eigentlich wirklich direkt so arbeiten und das Ganze machen. Also ich kann das dann schließen, so ich muss auch immer wieder üben, kann das Ganze dann wirklich so schließen, anstatt dass ich jetzt mit der Maus hier so fahre, suche ich mir den Punkt aus, muss ihn einfach dann noch zeigen, so, und hier, so.
Und dann kann man eigentlich zeichnen, wie man hier sehen kann. Ich habe jetzt hier Pixelmator drauf und wenn ich jetzt hier was zeichnen möchte, dann kann ich das direkt hier so machen. Aber ihr seht, mit einem Tablet kann man sehr schöne Sachen machen. Es ist etwas anderes als jetzt mit dem iPad oder so. Nicht alle haben ein iPad oder ein Tablet mit Bildschirm, aber man kann auch wirklich ein Tablet ohne Bildschirm verwenden. Ist ein bisschen komplizierter, weil ich muss mich auf den Bildschirm konzentrieren, währenddem ich mit dem Stift arbeite. Aber mit einem Stift und ein bisschen Übung kann man ein bisschen genauer arbeiten. Das ist jetzt so, was ich immer wieder sage, vor allem jetzt im Photoshop oder so, kann man dann viel besser etwas machen als jetzt hier mit der Maus da durchgehen. Da muss man wirklich viel üben. Aber es ist wie immer, es ist einfach eine Übungssache. Ja, wie ihr gesehen habt, das One Wacom ist ein sehr schönes Tablet. Es ist leicht und einfach und man kann es sehr schnell einstecken und dann eigentlich sofort loslegen. Aus diesem Grund verwende ich das sehr gerne, vor allem in meinen Webinaren, wenn ich kurz was skizzieren möchte oder in Meetings oder so kurz was aufschreiben möchte, kann ich das direkt hier machen und habe das eigentlich schnell drin. Ich kann dann auch Skizzen machen über PDFs und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele, viele coole Lösungen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing-Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, abonniert meinen Kanal, ihr kennt das Ganze. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, ciao.